diesjährigen Ernte jeden zweiten Scheffel nach dem... Salvezio! Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Attentat auf Antonio Maffei auf der Spitze des Turms in San Gimignano. Gut. Dann wollen wir mal, nicht? Unter einem Umhang. So niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her! Ich verspreche euch, ihr werdet zufrieden sein. Diese sollen Männer ja zu den tollsten Dingen anspornen. Bürger von San Gimignano, hört meine Worte! Da drüben ist eine Glyphe. Aber da waren wir scheinbar schon. Oder doch nicht? Lasst mich doch mal zu der Glyphe. Aha, okay. Ihr habt alles verloren. Sieht den Dämon an, um sich zu nähren. Und nähren wird er sich, während ihr in Ignoranz verloren seid. Wisset, dass gute Männer starben, um euch vor diesem Übel zu bewahren. Männer, die das Land retten wollten, es reinigen. Betet mit mir, meine Kinder, damit wir gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können. Merkt auf, ihr Himmel! Ich will reden! Und die Erde höre die Rede meines Mundes! Meine Lehre rinne wie der Regen! Und meine Rede riesle wie Tau! Wie der Regen auf das Gras! Und wie die Tropfen auf das Kraut! Denn ich will den Namen des Herrn preisen! Gebt unserem Gott allein die Ehre! Er ist ein Fels! Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist's nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Beim Lichte des Herrn sei geläutert! Hinfort, Dämon! Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. So, das ging ja recht schnell. Maestro, mit angsterfülltem Herzen schreibe ich diesen Brief. Der Prophet ist gekommen. Ich fühle es. Die Vögel verhalten sich seltsam. Sie kreisen um den Ort. Ich sehe sie von meinem Turm. Ich werde nicht am Treffen teilnehmen. So offen darf ich mich nicht zeigen. Sonst findet mich der Dämon. Vergebt mir, da ich nur auf meine Stimmen höre. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Mich leiten. Bruder A. Amen. Jo, das ging doch recht einfach.
Das hier muss sofort ausgeliefert werden. Wenn ihr schnell seid, wird es sich lohnen. Ach, nö. Bringt diesen Brief zur Kapelle auf der anderen Seite der Stadt, bevor die Hochzeit beginnt. Ach ja. Da schauen wir mal, ob wir das schaffen. Denk nicht einmal daran. Irgendwie bin ich in die habe ich jetzt einen Umweg genommen. Okay. Grazie. Die Hochzeitsglocken. Also ich muss mal sagen, da hatten wir ja jetzt mehr als genug Zeit. Ich will wohin? Ich will dahin, dorthin, dahin, dahin, dorthin. Ich will zum nächsten Auftrag. Bitte, danke. Da lang und da lang und da lang. Da lang und da hier rum. Ups. So, jetzt dahin. Schon wieder Briefmission. Abgeschlossene Wette oder so. Ich befördere jetzt aber keine Briefe. Ich habe Grafen, Prinzen und Königen. Zudem will ich. Ezio, das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Komm raus zum Spielen. Bernardo Baroncelli finden und eliminieren. Ja, das ist doch unser Haupthobby. So, ich würde sagen, wir gehen das auf die klassische Weise an. Nämlich von oben. Ach immer. So geht's ja nie. Immer schön eins nach dem anderen. Er verliert die Lust. Oder die Fährte. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Getötet. Alles wird gut. Doch wenn er kommt, wenn es passiert, ich ziehe weiter. Nie zu lange an einem Ort. Nur, wie soll ich schlafen? Wann soll ich schlafen? Wo soll ich schlafen? Der Wachturm vielleicht. Sie halten mich für irre. Sie wissen nichts. Ich bezahle sie. Er ist da! Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste.
Requiescat in pace. Der Herr ist gewitzt. Hinter euer Krieg! Wartet, bis er sich eine Blöße gibt. Auf die von hinten! Wenn wir zusammenhalten. Tja, was war das? Bruder, wie du ohne Zweifel gehört hast, jagt er uns und will Vergeltung. Wir hätten nie zustimmen, uns nie verschwören sollen. Aber was getan ist, ist getan. Also habe ich in 3 Nächten ein Treffen mit dem Maestro einberufen, um Unterschlupf zu bitten. Entweder in Venedig oder bei ihm oder in Rom. Wir treffen uns in der Kirche San Gimignano und gehen zur rechten Stunde an den Ort. Ich bitte dich dringend, teilzunehmen. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Der Assassiné ist erbarmungslos. Wir alleine können nicht hoffen, ihn aufzuhalten. Aber mit der Hilfe des Maestro, vielleicht können wir uns die Zeit kaufen, die für die richtige Reaktion nötig ist. Achte gut auf dich. Florenz mag verloren sein, aber das muss nicht unser Ende bedeuten. Möge der Vater des Verstehens dich leiten. Dein Bruder Jacopo. So. Garstiger, unheiliger Dieb! Du sollst leiden für deine schrecklichen Taten! Attention! Seid auf der Hut, Bürger! Es wird vermutet, dass sich ein gemeiner Verbrecher in unserer... Ich muss mit dir! Auf presto, presto! Lasst mich bitte aus, bitte! Damit will ich nichts zu tun haben! Ein Assassine wurde... So. Es gibt immer noch ein Auftragsattentat, wie es aussieht. Weil eigentlich... Genau. Waren es ja nur 2, die auf der Karte angezeigt waren. Und kurios war jetzt übrigens, dass wir mittens dem Kampf den Brief uns haben vorlesen lassen. Wie gesagt, mitten im Kampf. Ich muss hier verschwinden. Der Brief war vorgelesen. Und der Kampf war kurioserweise vorbei. Bei solchen Freunden, Jacopo de Pazzi bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Ja, das wird wieder furchtbar aufregend. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Dio del cielo, er ist wahnsinnig! Unser Kämpfer nähert sich, so lacht und tanzt und singt, wenn zum Wohle unserer Kinder Stahl auf Stahl erklingt. Der Schatten ist sein Element, mit Nerven stark wie Tau, wem immer seine Hand. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Ups, das wäre fast schief gegangen. Stachtisch kann losschlagen, aber das war noch zu früh. Jetzt schleichen wir dem wieder durch die halbe Stadt nach, wie es aussieht.
Geh weg mit deiner Kiste. Assaggiate i miei insaccati! Na, was macht die Wache? Il miglior manzo stagionato! Ziele sind der Gegend rundherum. Völlig Konfuzius! Was planst du mit den anderen, Jacopo? Unser Kämpfe nähert sich, so lacht und tanzt und singt, wenn zum Wohle unserer Kinder Stahl auf Stahl erklingt. Betrachtet unseren Auserwählten, den Helden unserer Stadt und wer ihm. Schwören, wenn sie seine Rache spüren, wer voller Fehl und Tadel ist, dem ist ein schnelles End. Abgemacht. Wie seid ihr? Mama! Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Das ist ja wieder furchtbar aufregend. Ich kann mich vor Spannung kaum noch auf den Stuhl halten. Kommen wir der Sache endlich näher. Scheinbar noch nicht. Jetzt werden noch Wachen angeheuert. Das dort drüben. Der kommt mir bekannt. Wo kommt er her? Dieser Mantel. Wartet einen Moment. Habt ihr einen Moment? Verdammt. Ich kenne den Mann. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Einen Moment, bitte. Der kommt mir bekannt vor. Habt ihr einen Moment? Na, Scheißendreck. Na gut. Wenigstens muss ich nicht wieder ganz an Anfang zurück. Das ist ja schon mal viel wert, nicht? Jetzt werden wir den Burschen mal ein bisschen abseits verfolgen. Nämlich eine kleine Erwachung aufmerksam.
glaubst du, wo der herkommt? Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Hey, Monsieur. Einen Moment. Halt, Freund, ich habe eine Frage an euch. Was später? Entkommen! Oh, nee. Geh weiter, du hast mich gar nicht gesehen. Bene. Wow, er hat einen schicken Schneider. Hey, ich habe sehr Nein, du siehst mich nicht. Ich dulde es nicht, dass Idioten wie du meine Arbeit ruinieren. Oh, per Dio. Hey, kenne ich euch? Ach, das darf er nicht. Latschen! Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genau. nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz. Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich? Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht was? Ich kann... das klären. Nur verschont mich. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe, Assassine. Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den an! Ha! Hört euch das nur an! Er hat... Stoppt ihn! Meine Brüder, wir
Geh voran. Ohne Angst, ohne Last. Requiesca in pace. Denkt an eure Ziele, markiert ihn und haltet es einfach. Weg da, ihr Tölpel! Nicht in meiner Schicht. Der Große da kommt mir bekannt vor. Haltet die Decke zu. Irgendwann wird er müde. Bei solchen Freunden. Sequenz 5 beendet.